Eine Schleichfahrt? Nein! Erstmal musst du dich beweisen. Willkommen zurück zu Folge 8 von Lego City Undercover. Wir sind auf dem Weg zu Chans Gruppe, denn wir wollen Mitglied werden. Natürlich als verdeckter Ermittler. Aber das wird er wahrscheinlich nicht wissen. Also, wir schnappen uns schnell die gute Karre und fahren so schnell wie möglich zum nächsten Einsatzort. Denn wenn wir uns als Bucky Butler ausgeben, wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge rausgehört habt, haben wir die Chance, in die Gruppe zu kommen. In die Gang. So. Wir fahren übrigens gerade mit einem typischen Banditenwagen aus Chans Gang. Interessant, oder? Wir sollten uns an das Auto gewöhnen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Oh. Ich glaube, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir brauchen ein neues Auto. So, jetzt brauchen wir ein neues Auto. Irgendwas schnappen wir uns jetzt hier am Kreisverkehr. Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Wir brauchen das Auto. Moment. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Sorry, das ist ein Notfall. So, es tut mir leid. Aber das ist wirklich ein Notfall. Denn wir müssen vor Bucky Butler da sein. Damit wir das Vorstellungsgespräch mitnehmen können. Also, volle Kraft voraus. Das ist ein ziemlich weiter Weg, muss ich sagen. Okay, jetzt habe ich kein Nitro mehr. Jetzt muss ich kurz warten, bis es wieder aufgeladen ist. Aber sehr, sehr weit entfernt ist das jetzt nicht unbedingt. Wir sind auch bald da. Hm, da vorne. Das ist das Museum. Aber wir müssen dahin. Wow, Vorsicht! Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Das ist ziemlich eng. Und geradeaus. Und rechts auf der Seite sollte jetzt die Galerie sein. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Da vorne, da ist die Kunstgalerie. Seht ihr das Gebäude? Und da ist unser Einsatzort. Super. Hier am Parkplatz. So, mal gucken. Die schöne große Kunstgalerie. Verstehe. Und da können wir ein Audiosignal überwachen. Und weil wir in der letzten Folge das neue Funktionsgerät bekommen haben, nämlich den Audioscan, können wir jetzt wieder Menschen abhören. Und sicherlich auch die Banditen, die sich hier irgendwo verstecken. Dann wollen wir das gleich mal testen. Vielleicht kriegen wir weitere Informationen. So, mal sehen. Die Person vielleicht? Ich mag diese Wasserfarbe nicht besonders. Ja, dann lass den Hahn laufen, bis sie hell genug ist. Nee, okay. Die vielleicht nicht. Das ist die Mona Lego. Ein halbes Milliarde Staatswert. Nein, auch nicht. Was hältst du von diesem? Kennst du den Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte? Nein, das ist auch nicht das, was wir abhören wollen. Die Person wahrscheinlich. Auf Wiedersehen, der Herr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, war spannend. Hab mir im Museumsladen diesen tollen Druck gekauft. Oh, man könnte meinen, es ist das Original. Ja, könnte man. Okay, ich muss los. Ich wusste gar nicht, dass der Laden Drucke verkauft. Hey. Aha. Hey du, stopp! Dich kenne ich! Du bist der Kopf von damals! Ah! Wow, das war ja wieder ganze Arbeit, Chase. Ich will nur reden. Okay. Er ist also auf der Flucht. Dann nochmal schnell hinterher. Das muss Bucky sein. Stehen geblieben! Du entkommst uns. Wow! Du entkommst uns nicht. Dafür werde ich sorgen. Wir haben dich vor 2 Jahren eingebuchtet und das werden wir auch heute tun. So, bleib stehen. Vorsicht! Die Leute im Park sollten nicht umgefahren werden. Ah, er ist ziemlich schnell. Und gerade im Park ist er so unterwegs. Das kann ich nicht gutheißen. Ja, yeah, perfekt. Wir haben ihn umgeschmissen. Halt! Im Namen des Gesetzes! Schnell hinterher! Du entkommst uns nicht. Haben wir dich. Haha. Und gefangen.
Ach Mann, wieso verhaftest du immer mich? Du warst auf dem Weg zu Chans Gang. Das ist doch aber nicht strafbar. Mann, oh Mann, ich will dir ja nicht deinen Job erklären. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut habe. Du Depp. Hä? Ach, Scheibenkleister. Danke, Bucky. Okay, wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. Okay, super. Damit hätten wir ihn also eingebuchtet. Dann können wir jetzt weiter. Hier der kleine Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. So, wir müssen uns also beeilen. Das ist ein Notfall. Das ist ein Notfall. Wir müssen schnell zum nächsten Einsatzort. Okay. Oh, Vorsicht. Und jetzt geht es mit dem Skateboard über die Brücke. Hey, Vorsicht. Wir brauchen ein bisschen Platz. Entschuldigung. Entschuldigung, war keine Absicht. So. Naja. Okay, ich muss zugeben, dass wir gerade nicht unbedingt schnell unterwegs sind und wir eigentlich super schnell zu Chans Bande sollten, denn wir müssen zum Vorstellungsgespräch. Aber wenn wir so langsam mit dem Skateboard unterwegs sind, wird das extrem lange dauern. Ihr müsst doch keine Angst haben. Ich fahre doch ganz normal. Ich mache eine kleine Longboard-Tour hier durch den Park. Okay, wisst ihr was? Wir wechseln. Wir brauchen unbedingt ein Auto. Sonst sind wir ewig unterwegs. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Die Limousine ist ziemlich praktisch. Dann fahren wir damit gleich so schnell wie möglich zu Chans Bande. Also gut. Dann mal los. Eigentlich ziemlich schick, diese Limousine, muss ich sagen. Ich hoffe, denen geht's gut. Tut mir leid, war keine Absicht. Aber wir haben es eilig. So, jetzt sind wir hier wieder zurück in der Stadt, in dem Bereich, wo sich auch Chans Leute aufhalten. Sieht aus wie Chinatown. Wow! Was bist du denn da? Hier, perfekt. Du bist der Neue? Ja, Sir. Oh, mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut, du musst jemanden für mich abholen. Muss ich weit laufen? Mit dem Wagen! Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde. Warum müssen wir Blackwell abholen? Aber gut, warum nicht? Dann schnappen wir uns den... Wieso hängst du hier noch rum? Tut mir leid. Ich bin in den falschen Wagen. So, wir haben knapp 3 Minuten Zeit. Also beeilen wir uns. Forrest Blackwell wartet schon auf uns. Wir sollen also einen Multimilliardär abholen, aber was hat das zu bedeuten? Und in welcher Verbindung steht Mr. Blackwell mit Chans Bande? Ziemlich interessant. Ich bin sehr gespannt, was das alles auf sich hat. Okay, beeilen wir uns. Wir müssen da sein, bevor es zu spät ist. So, sehr gut. Wir kommen gut voran. Vielleicht können wir es schaffen, die Limousine bunt einzufärben. Aber jetzt haben wir leider unsere Kette verloren. Okay, beeilen wir uns. Der Blackwell-Turm ist nicht mehr weit. Hey, das gibt mit Sicherheit eine Beule. Wir sind zumindest schon mal im richtigen Straßenviertel. Ganz in der Nähe befindet sich der Turm von Mr. Forrest Blackwell. Jetzt noch hier durch den Tunnel und da sind wir... fast da. Schöne Unterführung, muss ich sagen. So, da vorne ist der große Turm. Seht ihr ihn? Das ist der Blackwell-Turm. Aber lasst uns trotzdem schön den Stats folgen. Und das Schöne ist, die Limousine ist heile geblieben. Wir haben keinen Unfall gemacht. So. Gleich sind wir da. Nur noch wenige Meter. Und... da werden wir ihn abholen. Perfekt. Blackwell! Hier drüben, Forrest. Blackwell! Ein Bild bitte! Wie wär's mit einem Foto? Forrest! Wie wär's mit einem Foto?
Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre! Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort! Haben wir ihn. Sehr gut. Wohin darf ich Sie fahren, Sir? Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche, eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet? Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden. Und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Sind Sie denn auch ein Freund der Künste, junger Mann? Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo Sie alten Trödel kaufen. Ah, ein wahrer Kenner. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Das übliche Leid des Kleinbürgers. Kommt mir bekannt vor. Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja, genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich begebe mich bald auf eine lange Reise. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Auf eine lange Reise? Was meint er damit? Verlässt Forrest Blackwell etwa Lego City? Oder wie darf ich das verstehen? Und unsere kleine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen, Sir! Okay, und damit ist er wohl weg. Damit wäre dieser Auftrag soweit erledigt. Und nun? Wo geht es als nächstes weiter? Wir brauchen weitere Informationen. Du bist ein wirklich hervorragender Fahrer. Und dein Mangel an Respekt gegenüber der Straßenverkehrsordnung rundet das Bild deines Gangsters ab. Danke, ich hasse die Verkehrsordnung. Ich habe so eine Ahnung, dass du genau die Sorte Typ bist, die wir suchen. Schon mal was geklaut? Ein paar Stifte? 1000 Stifte. Von einem Kind, das humpelte. Hervorragend. Das verdient eine Beförderung. Begib dich in die Gasse links vom Schrottplatz in Pagoda. Mein Chef wird dort auf dich warten und dir die weiteren Details erklären. Dann mal auf zu Mr. Chan. Okay, jetzt wird's super interessant. Denn jetzt treffen wir wahrscheinlich Chan persönlich. Und das alles dank unserem coolen Auftrag mit Mr. Forrest Blackwell. Damit haben wir uns wohl eine ganze Menge Respekt verdient. Sehr, sehr lobenswert. So, und damit wären wir auch schon da. Wo parken wir am besten? Lassen wir einfach die Limousine hier auf der Straße stehen. Stört wohl niemanden. Perfekt. Ich bin hier wegen der Beförderung. Du? Du siehst aus wie von der Polente. Bin ich aber nicht. Hier. Hallo, Fahrer. Willst du dir was dazu verdienen? Schluss jetzt, sonst feuere ich euch, Trottel! An was dachten Sie? Eine Fluchtfahrt? Ganz langsam. Eine Schleichfahrt? Nein!
Nein! Oh. Oh. Erstmal musst du dich beweisen. Hier sind ein paar Anweisungen. Folge ihnen und melde dich dann bei mir auf dem Schrottplatz. Und lass dich nicht erwischen wie diese Trottel! Geht klar, Mr. Chan. Bitte, nenn mich Sir. Was machst du noch hier? Okay, Chan will also, dass ich eine Karre von seinen Rivalen zurückhole, während die eine Party feiern? Das macht mich wohl zur Spaßbremse. Ha, wäre das erste Mal, dass ich eine Party ausbremse. Okay. Warum eigentlich nicht? Lasst uns eine Party crashen. Darauf habe ich jetzt wirklich Lust. Aber der Auftrag, den wir hier bekommen haben, ist nicht gerade sehr freundlich. Aber was tut man nicht alles, wenn man verdeckt arbeitet? So, mit dem Wagen sind wir wahrscheinlich etwas schnell unterwegs. Vor allem haben wir hier Nitro. Mit dem Sportwagen. Viel besser als so eine alte, lahme Limousine. Auch wenn sie ganz schön war. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh weia. Hey, cool. Wir haben eine ganze Schraube gemacht, sodass wir wieder auf den Rädern gelandet sind. Okay, schnell weiter. Schnell zum nächsten Einsatzort. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da auf uns warten wird. Wir sollen eine Karre klauen. Und das auf einer Party. Das heißt, wir müssen irgendwie die Leute davon überzeugen, nicht auf die Karre aufzupassen. Wisst ihr, was ich meine? Also praktisch die Security, die Beamten. Die müssen wir irgendwie weglocken. Wow, das war knapp. Aber das ging gerade noch mal gut. So, hier sind wir jetzt im teuren Viertel. Oh, weia. Auf dieser Avenue. Okay, das ist der Einsatzort. Und da ist das Auto, das wir klauen sollen. Aber da sind zwei Beamte. Es ist nicht fair, dass wir hier Wache schieben müssen. Genau. Hör mal, wir könnten uns ja auch zu der anderen Party beim Hotelpool schleichen. Vielleicht. Wenn sie mal ordentliche Musik spielen würden. Und was zu essen auftischen. Musik und etwas zu essen, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Und in der nächsten Folge genau das in die Tat umsetzen. Verstecken wir uns erstmal hier vor der Palme und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wenn ihr die nächste Folge sehen möchtet, klickt einfach auf rechts oben. Oder was anderes sehen möchtet, dazu einfach rechts unten. Die Links dazu gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, unbedingt zu abonnieren, sonst verpasst ihr etwas. Bis bald!